Hallöchen, so wie ihr ja seht, habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe schon mal den Deckel abgemacht, naja, die Platte abgeschraubt. Und jetzt möchte ich hier an den Pins was anlöten, damit ich da mein seriell zu USB-Adapter rankriege. Hier steht jetzt drauf. RXTX Ground VCC, bei dem hier habe ich RXTX Ground und 5 Volt. Und die anderen beiden braucht man jetzt nicht beachten. Da habe ich erst gedacht, oh, 5 Volt und der hier wahrscheinlich 3,3 Volt. Der Elektronik hat das Gerätchen hier auch mal vorgestellt. Das war mir gar nicht mehr so präsent. Habe ich mir noch mal angeschaut. Er hat auch noch mal, er hat die Version mit Bluetooth-Modul, was ich ja nicht habe, das eigentlich noch mit einer Platte, mit einer Leiterplatte hier hinter darauf gedrückt wird über Druckkontakte. Nun habe ich auch mal gegoogelt beziehungsweise mal gesucht nach so einem Bluetooth-Modul. Direkt hierfür habe ich keins gefunden. Aber es gibt auch seriell zu Bluetooth-Adapter. Da steckt dann in dem Sinne dasselbe Bluetooth-Modul drauf, bloß noch eine Platine drumrum mit Stiftleisten nach draußen und so weiter. Könnte ich kaufen, auch bei Ali für 3, 4 Euro. Nö, habe ich mir gedacht. Nö, brauche ich nicht. Mache ich hier mit. Nur hat er ein Oszilloskop da angehangen und hat mal die Daten sichtbar gemacht, die Datenpakete. Das habe ich mir nicht gedacht, ich muss auch erstmal gucken, was hier rauskommt, 3,3 Volt oder 5 Volt. Zum Glück hat er es gemacht, dann brauche ich es nicht machen, weil es sind 3,3 Volt. Nun habe ich geguckt, ob dieser Chip vielleicht 5 Volt tolerabel ist. Ich habe nichts direkt gefunden. Es stand irgendwas mit minus 0,3 und plus 0,3 Volt von VDD. Ja, und der kann hier mit 3,3 und 5 Volt betrieben werden. Habe ich mir gedacht, toll, geht das wahrscheinlich nicht. Ich möchte ihn ja nicht kaputt machen. Dann habe ich den hier nochmal rausgesucht, dieses IC hier. Das ist der von Silabs, der CP2102. Habe ich den rausgesucht. Der ist 3,3 Volt. Der kann auch 5 Volt. Also 5 Volt und 3,3 Volt an seinen Ein- und Ausgängen. Also der ist wirklich so tolerabel. Der hat zwar 5 Volt USB, aber hier hinten kommen 3,3 Volt raus. Er kann aber auch 5,5 Volt Signale ab. Das ist das Gute daran. Aber er macht 3,3 Volt. Die 5 Volt werden in dem Chip intern auf 3,3 Volt gesetzt. Also ich brauche hier bloß TX, RX und Ground. Mehr brauche ich nicht. Die 5 Volt holt er sicher dann über den USB. Das reicht. So habe ich schon mir eine gewinkelte Stiftleiste rausgesucht, haben wir schon ein bisschen gebogen. Die will ich jetzt. Ich gehe mal ein bisschen dichter. Hoffe, die Kamera schafft das noch. Da so anlöten, dass sie nach oben raussteht. Wenn die Platte nämlich drauf kommt, und die Kamera das schafft. Ne, jetzt nicht mehr. Na, doch, gerade so. Machen wir mal so. Dann steht sie ein bisschen raus. Und dann kann ich da mit so einem Jumperkabel, habe ich gerade hier welche liegen, habe ich eigentlich gehabt, auch da hinten zum Beispiel, mit solchen hier oder Dupont-Kabel oder wie die Dinge heißen, aufstecken, den Adapter ranstecken und dann habe ich auch eine PC-Verbindung. Das reicht mir. Ich brauche jetzt nicht unbedingt auf dem Smartphone die App dazu. Es gibt auch eine PC-Software und die nimmt einfach nur einen COM-Port und das
reicht schon. So, ich werde das ja mal anlöten und dann sehen wir uns gleich wieder. Oder ich lasse es laufen. Ja, ich löte das einfach schon mal so drauf. Das ist ja nicht so schlimm. Vom Hersteller habe ich nichts gehört. Von wegen, die Rezension hat Amazon, so wie ich sie geschrieben habe, akzeptiert. Was mich doch gewundert hat, war normalerweise solche Rezensionen lassen sie eigentlich nicht zu. Normalerweise. So. Und schon habe ich das Ding drauf. Kann man gucken. Einmal schnell drauf gelötet. Brauche ich gar nicht großartig. Kamera ausmachen. Das kann ich auch so machen. Jetzt muss ich nur noch mal gucken. VCC Ground und RXTX. Okay. Mal wieder hier drauf. Ich weiß, wo mein Brother P-Touch Gedöns ist, dieser Beschriftungskasten. Dann werde ich mir den werde ich noch mal raussuchen, da habe ich bloß keine Batterien drin, mir mal so einen kleinen Nebel machen mit was ist. Weil RX und TX muss ich ja gekreuzt anschließen. Weil wenn der hier RX hat, dann erwartet er Daten. Und hier bei dem, wenn ich da RX mit RX verbinde, dann erwarten die beiden irgendwie Daten. Das geht nicht. Also muss ich hier TX für Transhive, also der sendet und der empfängt. Und umgekehrt. Das muss dann gekreuzt sein. Da muss man bloß drauf achten. Kaputt machen tut man da nichts. Wenn ich jetzt da noch mit 5 Volt drauf gehe, wahrscheinlich schon, weil der hat hier die 5 Volt direkt vom USB durchgeschleift. Auf den 5 Volt Ground außen. Jetzt will die Schraube nicht. Komm her. Das ist das Einzige. Ich muss bloß halt wissen, wo es RX, wo es TX und dann Ground ist ja eigentlich gleich. Da werde ich das gleich mal probieren. Muss ich die Software installieren? Die habe ich noch nicht installiert. Ich habe mir nur die Anleitung dazu angeschaut. Und dann war das hier RX, TX, Ground und VCC. Ja, gut. Also sieht mein Stick jetzt. Kamera. So aus. Ist nicht so schlimm. Also für mich ist es okay so. Und dann, wie gesagt, kann ich hier die Kabel ranstecken. Die drei. An dem hier verbinden, weil es geht ja halt über Kreuz und der Ground ist auch ein anderer Pin, ist ja nicht gleich direkt nebenbei. Gut, ich mache mal die Software fertig und dann gucke ich, ob ich das auch vom Bildschirm abgefilmt kriege. Gut, bis nachher gleich. So, nun sind wir hier auf dem Monitor oder auf dem PC und man sieht es schon. Ich habe hier meine Verbindung. Wenn ich jetzt auf Next Page drücke, dann zeigt er auch die nächste Seite an. Noch eine Seite. Noch eine Seite. Ich kann hier aus dem Programm her raus die Seiten wechseln. Kann hier auch nochmal den Autoscreen auf 10 stellen. Den Brightness Level, den kann ich hier auch einstellen. Brauche ich ja nicht. Eins ist ein bisschen dunkel. Nee. 0? Ne, mach mal 1. So, Kapazität. Ja, Stop Current, Time Record. Watt, Ohm, er hat jetzt hier, ist jetzt auf 3. Das war von gestern noch, wo ich da aus Versehen gelöscht hatte. Das war die Powerbank, wo ich sie geladen habe. So, wenn ich jetzt, habe ich jetzt eine Powerbank hier zum Laden. Ja. Ich habe jetzt hier eine Powerbank und die möchte ich laden. Kabel zu. Das kommt ja hier vorne rein.
Das liegt jetzt hier leider gerade alles nicht so besonders schön, aber es funktioniert. Und da kriegen wir das so, dass es nicht so weit wegrutscht. So, 400. Und jetzt zeig dir mal das an. Was, bis 4 Ampere? Boah. Autoskalierung. In Zwischenablage, Datei kopieren oder Daten kopieren. Kann ich mir alles in eine Dings. Ich muss mal gucken, wie ich mir das alles abspeichern kann. Er sagt jetzt CQ2-Mode, die Zeit, wie viel Watt der zieht, Impedanz 11,8 Ohm. Zählt er auch hier hoch? Bis 25 Volt? Ja, weiß ich nicht. Switch Group, Rotate Screen. Es funktioniert. Wunderbar. Das wollte ich eigentlich haben, dass ich mir hier das auch eventuell rausspeichern kann. Daten kopieren. So, ich habe schon mal LibreOffice gestartet. Daten kopieren hatte ich ja vorhin gerade gemacht, ist egal. Und wenn ich jetzt hier einfügen gehe, da macht er ein Bild draus. Okay, ne, Bild war jetzt nicht so meine Intention. Daten in Zwischenablage. Ja, mach mal. Kurrent, Graph. Ja. Zum Beispiel das. Was jetzt 048, 066, was ist das? Ist das etwa der Strom? 396? 306, ja, er sinkt, die Bank ist, geht runter. 724, ach, das ist die Zeit. Ach, das ist die Zeit, das sind Sekunden. So wie das aussieht. Wie viele Sekunden vergangen sind oder was. Da muss ich mich noch mal ein bisschen reinspielen, wie das genau funktioniert. Aber so habe ich das denn hier schon mal direkt auf dem PC. Und kann mir das rausspeichern, wenn ich jetzt hier Daten in Zwischenablage nehme. Und zum Beispiel hier hingehe. Read Times. Voltage, ja. 499, das ist die Zeit wahrscheinlich. 32, 334, 35, ja, das wird wahrscheinlich die Sekunden sein, die er läuft. 4,99 Volt, sagt er. 5 Volt. Daten nochmal kopieren. Nee, in die Zwischenablage. Zwischenablage. Ja, 5 Volt, ja, das ist die Zeit. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Aber das funktioniert, was ich hier gemacht habe, und das war die Hauptsache. Man kann es jetzt natürlich nicht auf ein Smartphone machen. Ich kann es jetzt hier nur auf dem PC machen. Aber so geht das doch schon. So, Temperatur, weiß ich nicht genau, wo er die misst. Normalerweise müsste er sie ja im Akku messen, aber kann er ja gar nicht. So, ja, dann war es das eigentlich bis hierhin, und dann danke fürs Zugucken.